Da so, hinten bist du. Hey ho! Hier ist Lebkuchen wieder mit Skyrim Apple, der da hinten den L-Traktor fährt. Ich fahre wieder den T1 Cunningham. Und wir flüchten erstmal zu den Häusern. Yeah, fluchtartig die Flucht ergreifen. Fluchtartiges Fliehen, ja. Ja. Und der Panzer ist mal schnell. Ich bin schneller. Wer als erstes da? Ich kann nicht so schnell, okay. Ich sollte vielleicht aufhören, mit anderen Panzern Kontakt aufzunehmen. Ja. Mir wurde übrigens geraten, mit diesem Panzer nicht ins Gefecht zu gehen. Mal gucken, was daran ist. Erstmal Scheiß auf den Weg und voll durch den Zaun brettern. Ne, ich fahr so ein bisschen außenrum, ne? Ja. Also, das ist ja meine Methode. Ich wollte auch nicht geradlinig da reinfahren. Das Hauptgefecht scheint irgendwo da zu sein. Nee, das verlagert sich noch. Das verlagert sich noch. Ja, ja. Das kommt auch noch hier hin. Ich werde jetzt hier mal einen, der hier vorbeikommt. Nee, da sind drei Leute. Das lasse ich mal schön. Ich wende mal. Kann ich finden. Guck mal, da kommt einer. So voll perfekt abgepasst. Oh, da kommt bei mir auch gerade einer. Los, schieß auf den L-Traktor. Gut, ich versuche jetzt mal hier drehen und wenden. Oh, die sind hier mit den drei fertig geworden. Vielleicht gucke ich dann doch mal, dass ich hier mal voll reingehe. Ich bin ja total langsam. Und ich hoffe, ich kann hier mal... Oh, schön. Wer hat den zerstört? Bäh. Ach, die haben nur die Kette zerstört. Die haben gar nicht irgendwie wirklich getroffen. Oh. Ich dachte, du wolltest ja nicht langfahren da außen. Eigentlich wollte ich das auch gar nicht. Ich bin nur ein sehr leicht zu zerstörender Panzer. Aber das geht hier jetzt mal richtig ab, hier mit dem Wrack hinter uns. Hoffen wir... Nee, da hat uns einer schon was geklaut. Bäh, ich hab Treffer gelandet. Bei mir wurde ein Treffer gelandet, nur von wo? Von da. Ah, nee. Dann gucken wir doch mal, wo dieser Werte Herr liegt. Ah, noch einer. Ich hab jetzt gerade voll meine Glücksträhne. Skyrim. Skyrun, nicht Skyrim. Skyrim ist ein Spiel. Ach, hab ich Skyrim gesagt? Ja, doch Skyrim gesagt. Ich dachte, ich hätte Skyrim gesagt. Na, egal. Macht nichts. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Okay, ja, ich bin ja auch, ich bin nicht mehr ganz unter den Lebenden. Übrigens, hinter dem, Haus steht er. Ich hab's gesehen. Und der kommt von der anderen Seite an, jetzt. Ja, jetzt will der ja nicht helfen oder so. Und der ist auf 100%, also passt auf. Ja, warte, der hat... Warte, was? Ich kann gerade gar nichts machen. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja, jetzt bist du auch... Na gut, ich habe aber zwei getroffen. Wie viel hast du getroffen? Sag mal. Ich habe, glaube ich, gar keinen getroffen. Ach, du bist getroffen. Weg? Nee, ja. Du hast gar keinen getroffen. Hallo, Hammer. Jetzt habe ich das endlich mal geschafft. Ja, er hat es geschafft, sich zum... Ja, habe ich einen Applaus verdient. Helden der Nation so hochzusteigern. Wir nehmen jetzt übrigens wieder die Level 3 Panzer. Level 3 Panzer? Ja. Wenn du soweit bist. Warte, ich nehme dann hier den Artillerie. Ja, Jagdpanzer. Von der Gamescom übrigens, ja. Also wer da als war, ich war da auch. Ja. Nur präsentiert habe ich mich da jetzt nicht. Na, wie du, Skyrim. Ja, also, nee, präsentieren werden wir uns auch. Guck mal, nicht. Hier, die, der schwarze Teufel hat wieder eingeladen. Ja, aber ich glaube, das geht gar nicht. Er ist wieder... Bitte, was? Der schwarze Teufel dabei.
Okay. Also ich wäre jetzt bereit mit Black Devil. Akzeptieren. Komm doch auch rüber, Lebkuchen. Ja, ich bin schon drin. Wunderbar. Jetzt warten wir nur auf den schwarzen Teufel. Jetzt warten wir nur auf den schwarzen Teufel. Und los geht's los. Was ist denn jetzt los? Auf los geht's los. Hm. Ja, der da los. Oben, der Mittelbutton. Los, drück ihn. Ja, yeah. Ja, sie hat ihn gepresst. Ja. Und jetzt sind ich wir... Ich habe leider eine schlechte Internetverbindung, aber passiert. Ja. Ja, und du hast so ein Badewannengeräusch, weißt du? Wenn du in der Badewanne sitzt und ein bisschen rumschwafelst, dann hört sich das so an, als wenn du jetzt hier so sprichst. Macht nichts. So, wo seid ihr denn? Also ich bin neben... Da ich bin links von dem schwarzen Teufel hier. Und du bist ein bisschen weiter weg, ja. Du Skyrim. Ich bin ein bisschen weiter weg. Ich wollte ein bisschen Abstand zu euch. Ach so, ja. Ja, kann man verstehen, oder? Irgendwann hat man noch zu viel von denen da. Wir ordnen uns direkt hier so als Premium. Aufgrund meiner Internetverbindung sehe ich leider noch nichts vom Spiel. Aufgrund deiner Internetverbindung? Ja, ich gebe mal wieder Vollgas. Und meiner Computerleistung? Ja. Ich gebe wieder Vollgas, okay. Skyrim. Mit 16 Stundenkilometern aussteigen, ne? Du hast schon wieder Skyrim gesagt. Okay, ich werde es irgendwann einfach ignorieren. Ja, keine Ahnung, Skyrim. So ab Skyrim. Durch die Mitte, geht das überhaupt? Ja, es geht alles, fällt in Stücke. Skyrims. Ja, yeah, Skyrim, Skyrim, alle. Skyrims. Ich bin... Skyrim. Skyrims. Skyrim. Okay. Ja, das war die neue Inselsbrücke jetzt. Oh, guck mal, den kann ich treffen. Boom. War vorhin nicht getroffen. Du kannst alle treffen, wenn du nur zielst. Oh, krass. Warte, den. Okay. Oh. War einer schneller. Da ruft einer um Hilfe. Ja, ich. Von den Gegnern. Ich nicht. Nein, von denen, du bist ja auch nicht bei den Gegnern. Hä, hey, woher weißt du, dass jemand Hilfe ruft von den Gegnern? Hast du Help gehört? Wenn da so ein Zeichen auftaucht. Ach so, nee. Weißt du, nee, das ist teilweise hier, wo die dann sagen, hey, guck mal, pass auf, ich greife das an. Es sind aber schon ein paar von unserer... Dreh. Flagge. Unserer, unserer... Los, noch mal. Ich bin direkt wieder weg. Oh, ich höre mich doppelt. Ja, und das ist auch noch so immer zeitversetzt, noch. Ne? Kleiner Tipp am Rande. Bevor ihr auf die Karte seht, also auch die Panzer, das Spiel, Liste mit den Spielern, die dabei ist und mit den Panzern. So, da Devil, da welche ist... Welche Panzer mit im Spiel sind in eurem eigenen... Sie wird gerade niedergerichtet. Vorteilhaft ist natürlich... Ja, das ich bin noch immer nicht in der Karte, ich kann noch immer nicht sehen, deswegen habe ich mich nicht bewegt. Und sie hat am längsten Stand gehalten. Aber zu meinem Tipp am Rande... Also wenn man jetzt wie Lebkuchen einen Jagdpanzer fährt, kann man seinen Teamkameraden sehr gut helfen, weil man sehr schnell ist, in der Regel. Nee. Und um die Artillerie auszuschalten. Weil die Artillerie ist nicht so schnell mit dem Schießen und Nachladen. Jetzt fängt sie an zu regnen, das gibt's ja gar nicht. Entschuldigung, Wetterbericht für heute war Regen angemeldet und jetzt kommt der Regen endlich. Ich werde Stufe 1 Panzer wieder nehmen, also meinen deutschen Panzer. Ja, ich denke, ich werde wieder diesen Jagdpanzer nehmen, der nur 24 Stundenkilometer fahren kann. Höchstgeschwindigkeit. Ja, warte, ich muss ihn aber gerade noch etwas hochpumpen. Warte, das ist... Damit bist du aber schneller Lebkuchen, als die Artillerie nachladen kann. Und schießen kann. Ja, das Tolle ist, der macht schön deftig Schaden und geht auch mal durch die fetten Panzer da. Dann... warte. Wieso geht das jetzt? Ja, weil er wahrscheinlich noch im Gefecht ist oder so. Ne, warte, wir haben Level 3. Ich sehe noch immer die Karte. Kaufen.
Also, wir sind schon wieder in der Garage. So. Verkaufen. Verkaufen. Meinen einen deutschen Panzer und nehme den zweiten. Mhm. So, akzeptieren, ja. Ich dachte jetzt nur von der Gamescom die ganzen Gutscheine. Dass du dann da einfach Garagenplätze dir holst. Ja, das werde ich später auch machen. Weiß jetzt gar nicht. Ich werde jetzt einfach ins auf bereit drücken. Ich habe jetzt ein also Level 2. Ja, was war das? Also das war jetzt genial durch meine Internetverbindung. Ich sehe immer noch nicht die Karte und habe gerade erst. Ich glaube. Du glaubst was? Da hat uns Black Devil verlassen. Wie siehst du? Black Devil ist noch immer hier. Gut. Du hattest kurz mal so einen Aussetzer. Kann sein. Also, ich weiß nicht. Egal, ich nehme wieder den T1. Ich würde jetzt gerne mit dem nächsten Gefecht weitermachen. Wir warten allerdings darauf, dass Black Devil die Welt verändert. Vielleicht was sterben wir da nicht. Also ich bin jetzt letztes Mal hier mit einem... Nee, warte, ich habe gar keinen abgeschossen. Nein! Gut, ich würde jetzt gerne mit meinem deutschen Panzer mal nicht bereit. Ich werde jetzt einfach mal den Zug verlassen. Welchen Zug? Oder? Ach so, ja. Ich weiß ja nicht, wie lange brauchst du noch? Durch deine... Also es kann sich bei mir nur noch um Stunden handeln, weil ich sehe immer noch nicht die Karte. Es ist immer noch die Karte am Laden und so lange komme ich nicht aus dem Spiel. Hey, Skyrim! Ich werde diesen Zug verlassen. Der Wetterbericht ist richtig, es regnet jetzt auch bei mir. Ja, ist bei mir angekommen. Bei dir jetzt auch von deinem Hügel da. Ja, Hügel, ja gut, man kann es wirklich nur... Ja, besser als bei dir auf der Insel, ja. Was für eine Insel? Ja, Insel. Das ist jetzt also nur so Kleindorfgeplänkel hier, ne? Nur, also er lebt nicht wirklich auf einer Insel. Vielleicht im Traum oder so, aber... nein, er lebt in einem, Tal. Ja, tiefgelegeneren Tal. Ja gut, Tal, so. Egal. Oh, und jetzt hat sich Black Devil ausgeklingt. Was? Hat sie das? Nein, also hat sie gar nicht. Ich bin noch bei dir im Zug, also sie ist noch irgendwie im Gefecht. wollen wir dann wieder ein, Ein Jahr, interessant, ja. Wollen wir dann wieder einen Zug gestalten? Ich werde dich auch dazu einladen. Ja, dann machen wir. Ich habe mittlerweile so viele Einladungen bekommen, sonst nicht hier. Ich fühle mich voll toll mittlerweile. Hast du es angenommen? Ich bin jetzt in deiner Liste. Bist du bereit? Ich bin bereit! Ich gucke noch beim Wehrpass vorbei. Ah, nein! Soll ich gerade meinen Wehrpass zeigen? So, ich glaube, ich sollte mal kurz bevor dieses Let's Play Together wieder anfängt, kurz noch mein Roller anschließen, bevor das hier wieder reinregnet. Ich habe mein Fenster auf Kipp gemacht. Also warte auf Spieler. Sind wir übrigens immer noch im Together? Ja, sind wir noch. Ja, ich verabschiede jetzt mal schnell meine Leute, ja, und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Also tschüss Leute und bis gleich wieder.